Wir sind schon am Abbauen. Genau, dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Zoborg, mit dabei ist die Schlumpfine und der Joe. Hallo, hallo, hallo. Ja, und wir haben fetten Bohrer und kein Benzin, das ist viel geiler. Das ist richtig gut, ne? Ja, das ist der Hammer. Das ist echt wahnsinnig gut, ja. Und die Ausdauer. So, warte mal, es ist ja wieder... Warte mal, schnaufen wir das mal weg. Habt ihr denn irgendwo was, wo man auf eine Ader stoßen kann? Ja, ne? Ja, hier ist massig. Warte, ich gehe hier wieder raus, du schlägst mich nur. Oh, wie? Wer? Achso. Biene. Ja, ja, die ist ziemlich ruppig, ne? Ja. Oh. Na komm. Ach komm, die Ausdauer, das ist ja furchtbar. Oh, Steine. Siehst du wieder nicht, was ist hier? Oh, ich höre da was. Ja, ich habe noch ein paar Liter drin. Ich hatte auch so 150 noch da. Ich dachte, mal, hau mal rein. Ja, das war aber wieder mal lächerlich. So, das war es auch schon. Ja, wir brauchen ja Sprit noch. Wir müssen ja zurückkommen auch noch. Ach stimmt, da war doch was. Mhm. Ein paar Meter können wir noch laufen. Ja. Aber ich meine, wir müssen eh hier nochmal hin. Wir wissen jetzt, wo die Wüste ist. Ja. Na, wir sollten uns dann vielleicht auch gleich mal markieren. Ja. Machen wir doch mal gleich. Hier ist warm, hör doch auf. Immer hast du irgendwas. Nass bist du, kalt bist du, immer nur am Jaulen. Geht auch nicht, oder? Ja, unglaublich. Ach ja, herrlich. Ja. Was willst du machen? Kannst du machen, nix. Nee, komm mir vor wie zu Hause. Also wie du das machst, machst du es falsch. Und machst du es falsch, ist es auch nicht richtig. Genau. Das ist ja das Schlimme. Sagt sie, da will sie was Grünes für die Fensterbank, stellt sie 4 Flaschen Bier hin, auch nicht richtig. Echt? Das kann aber nicht wahr sein. Ja, ehrlich. Da ist man mal kreativ, weißt du? Das ist ja. Ja, das ist eine Sauerei, sowas. Das ist also, ne? Da fühlt man sich leicht gemobbt, sag ich dir, wie es ist. Gottes Willen, hier muss ich auch wieder raus, das ist viel schlimmer. Ich kann Schlumpfine sehen. Ach, Kuckuck. Moin. Und gib gleich noch mal ein bisschen Sand für Beton. Mhm. So, komm mal her, Pike. Die Ausdauer. Ich nehme jetzt eben nur so ein Zeug von Ausdauer. Guck dir das mal an. Alles nicht da. Nicht vorhanden. Steinaxt? Was fehlt mir denn da? Du hältst das nicht aus. Pflanzenfasern. Was? Ja. Alter Freund. Wo sind denn Pflanzenfasern drin? Ein Kaktus. Toll, jetzt komme ich hier nicht raus. Das ist noch viel schlimmer. Hast du denn diesen Holz? Hat er. Da kommen nicht immer so Schwächeln hier.
Achtung! Oh, schon viele! Aua! Erschlägt ihr euch schon gegenseitig? Ja. Alles gleich einsammeln. Also Schlumpfino und ich befinden uns hier gerade an einem Punkt, da fällt mir quasi die Decke auf den Kopf. Ihr habt ja wesentlich ein ordentliches Loch. Ja. Ein ganz schön großes Loch haben wir hier. Es geht aber noch größer, hat er schon größer. Ja, wir hatten das schon, ne? Wir hatten das schon gehabt, dass wir da ja, wirklich, ja. Ne? Oh, hi Joe, na? Hallo, Grüße. Ich glaube, das wird eine ganz schnelle eine Tagesbaumine, das hier. Ja. Du wieder einen Anfang gemacht. Oh, oh, oh. Oh Gott. Ja, warte mal, das nicht. Achtung! Oh! Oh, oh, au, au, au! Dir fällt also ziemlich alles von der Bruchsand. Oh! Alles einsammeln! Das wird langsam unübersichtlich. Ich kann machen, was ich will. Ich habe keine Ausdauer. Okay, dann können wir die Leiter nehmen, da die Zowa gebaut hat schon. Genau. So, was habe ich jetzt? Ich habe 3000 Ölschiefer zusammen. Ja, habe ich auch. Und dann können wir schon mal ein ordentliches Stück weiter. Dann haben wir schon mal, was war das mal? 15.000 Benzin. Ah, ist jetzt nicht das meiste, ne? Ölbohrer, Motorrad. Ja, ich weiß, aber, ne? Am Anfang schon mal was. Und eben. Vor allem im Moment läuft ja auch noch Schießpulver durch, aber das müsste dann ja auch bald fertig sein. Oh ja.
Ausdauer, furchtbar. Ja. Na komm. Aber kommt auch ganz schön Sand bei raus. Ja, das stimmt. Na gut, 350. Ich vermute, das liegt aber größtenteils am Biom, ne? Mhm. Ich glaube, da kriegen wir auch Besuch, kann das ja sein? Ja. Das hört sich ganz danach an. Es sieht uns doch ähnlich. Achtung. Einen kleinen Salto rückwärts gemacht. Nicht mit 8,5 in der B-Note für die Haltung. Ja, du bist hungrig, ich weiß. Mein Gott. Immer diese Beschwerden, ne? Ja, furchtbar. Wie weit haben wir es eigentlich bis nach Hause? Wo sind wir denn hier? Nach Hause sind es circa bis dahin. Ja. Ja. Ja, also gut, ist ein Stückchen. Wo ist denn hier zu Hause? Das ist ein Stückchen. Wieso zeigt er das nicht an? Jetzt. 3,1 Kilometer, das geht aber noch. Wie viel? 3,1. So, schaufel ich ihn, komm her. Oh. Da kommt ein Sturm. Ja. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Regnet sogar, guck, in der Wüste regnet. So, weiter. Komm.
Ja, du hast Durst, ich weiß. Ja. Bitte, bitte. Naja, ein bisschen was nehmen wir wenigstens mit nach Hause. Genau. So, ein Fertigkeitspunkt. Du hältst das im Kopf nicht aus. Gesundheit. Jawohl, Gesundheit. Dankeschön. Aber hier kriegen wir auch gut was raus. Ja. Sande. Jedenfalls danach aus. Auch wenn es weh tut. Ein Knojote. Mhm, was macht Joda? Achtung! Ja, der baut wieder alles ab. Ja. Das, was ihr verschwendet, baue ich ab, richtig. Ja, gut, leider brauchen wir auch nicht, mein Gott. Nee, ach, Kiste. Ja, war genau. Gott, hier alles noch in der Wand hängt. Gott, hier alles noch in der Wände hängt. Oh oh. Oh, guck mal. Ganz viele kleine Säckchen. Aber ein schöner Fußbodenbelag, ne? Muss man mal sagen. Sieht schick aus. Ja, ne? Das hat auch mal was. Hat nicht jeder. Nee. So, was habe ich jetzt? 5360. Die 6000 noch voll? Das wäre ganz cool. Der muss ich aber auch nach Hause. Weil ich habe nichts mehr zu saufen, nichts zu essen, gar nichts. Und meine Tasche ist voll mit Mist. Guck mal hier. Der Gruppenverflieger hat wieder alles mit. Ist er? Oh. Dankeschön. Dankeschön. Und ich bin gerade auf Nitrat gestoßen. Großartig. Den nehme ich auch noch mit. Aber erst nehmen wir Ölschiefer mit, das ist dir. Ja. Weil, wie gesagt, dann müssen wir auch nach Hause. Oder ich muss dann auf jeden Fall nach Hause. Mhm. Und den Benzin anschmeißen. Weil ich glaube, der Schießpulver ist durch. Das müsste durch sein. Weil die darf nicht leer laufen. Ja, wir fahren dann erstmal. Wir haben ja schon mal ein bisschen. Wenn Benzin durch ist, gehen wir mit dem Bohrer hier ran. Ja, das schaffen wesentlich mehr. Ne, Joe? Bestimmt. Bestimmt. Was hast du jetzt gesagt? Kaputt.
So. 5, 8. Jedenfalls unser Buddeloch finden wir ja wieder. Das sollte man auf jeden Fall, ne? Also das erkennst du aus dem All, hundertprozentig. Zoba muss heim essen, ruft. Genau, Radio, so sieht es nämlich aus. Jetzt können wir hier eine schöne Rampe bauen, dann können wir mit dem Motorrad direkt hier runterfahren. Ja, richtig. Ist das nicht, aber das wäre optimal, wäre das ja. Wie Stein. Jedenfalls wird unser Buddeloch hier immer größer. Mhm. So. Boah, hier ist ein Wetter hier oben, du mein Lieb. Das ist aber auch ein ordentliches Stück Loch. Ich glaube. Hier ist aber echt scheiß Wetter hier oben gerade, muss ich echt mal sagen. Pass auf, Joe. Ja, alles gut. Ist ja nur Sand. Ist nicht so schlimm. Eben. So. Mein Helm auf. So, ich mach mich auf den Weg nach Hause. Ja, wir kommen dann auch gleich hinterher. Dann schon mal anfangen und wie gesagt, dass wir schon mal Benzin zusammenkriegen. Und so, wo sind wir? Ein bisschen was haben wir schon mal. Richtung Osten. Ach du großer Gott, da ist ja noch ein Checkpoint. Und was für einer? So. Oh oh. So, erstmal nach Hause. So. Hm? Oh. Komm mal her. Ist das hier? Das noch? Warte mal. Arbeitsstation, viel wichtiger. 66 von 75, noch 9 Hälftchen, ne Quatsch. Ja. So, ja. Long way home, sagt man. Was kommt da? Kaputt. Reparieren. Hör, 200 IPs. Du glaubst es nicht. Ich habe gerade einen Zombie geschrottet, sozusagen. Rübergefahren, oder was? Ja. Oh, ich habe noch einmal, was haben wir hier? Säure gefunden. Mist, kann ich nicht mitnehmen. Muss ich mitnehmen, will ich haben. War das nicht, dass wir auch noch irgendwo Säure brauchen? Irgendwo für? Ja, für die Chemie. Wir wollten ja noch eine Chemiestation mehr haben. Ja, stimmt. Da bräuchten wir noch mal 5 Stück, also jetzt 4. Bist rein. Jawohl. Oh Mist, der läuft mir einfach weg. Das kann nicht wahr sein.
So. Ist die andere Stadt? Was hast du schon zusammen, Joe? Knapp 8000. Um genau zu sein, 7697. Naja, dann kriegen wir doch. In den steigern. Dann kommt doch ganz schön was zusammen. Mit. Sekunde. Komm. Fettes Motorrad, da passt eine ganze Menge Krams rein. Ja. Nehmen wir auch mit. So, warte mal, gucken wir noch eins. So, komm her. Oh. Fast versoffen im Tümpel. Das bist du schon zu Hause? Nee, noch nicht. Shotgun, Messias. Ach ja, genau, unsere Todeshülle. Ja. Stimmt. Da sind wir ein paar Mal gestorben, glaube ich. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, da warst du ja auch tot, ne? Deswegen. Hatte ich ausgeblendet. Oh. So. Hat er schön verdrängt, genau, Gart, Junge. Hat er schön verdrängt. Ja. Aber sowas von. So, 500 Meter noch. Alter, wie das runterrauscht. Noch 400 Meter. Mann, Mann, Mann. Wir buddeln. Wo wohnen wir denn? Da ja, da wo die ganzen geraden Bäume sind, richtig. Oh, da oben. So, das haben wir doch fast. Immer noch nicht. Ich kann das nicht, ne? Da dreht der innere Monk völlig durch, ne? Was denn? Nach unten gegraben wird und auf der etwas höheren Ebene sind noch Klumpen in den Wänden. Nee, das geht nicht, ne? Da kriegst zittern, sag ich dir, wie es ist. Muss sein, ja. Ne? Warum fahre ich an unser Haus vorbei? Sag mir das mal einer. Du bist doch direkt vor der Nase. Mando! Alter, weißt du nicht mal mehr, wo du zu Hause bist. So. Tür zu. Wie? Ach, das Mistding ist noch nicht mal durch, weil ich dachte, er wäre fertig.
Da war nicht genug, da war nicht genug Holz drin. Ach. Du glaubst es nicht. Aber wir haben genug. Warte mal, ich mach das mal aus hier. Ich mach das mal kurz aus und mach mal den Ölschiefer an. Knister. So, mach mal. Dreimal. Hau rein. Gut. Das raus, das lesen. Das raus, das raus. So. Hat das genau gereicht? Das ist ja komisch. Ist natürlich auch cool, ne? Bei den Werkbänken zum Beispiel, ne, da hast du ja nur diese 6 Slots. Ne? Wenn die voll sind, der macht trotzdem weiter, ne? Ja, aber wo produziert das hin? Auf dem Boden oder was? Nee, der macht trotzdem weiter. Wenn du den rausnimmst, dann füllt er die nämlich auf, die der fertig gemacht hat. Ach so. Und das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Das finde ich großartig. Ja. Sehr gut. So, das haben wir jetzt gerade. Ja, weiß nicht, da kann ich noch keine Stäbe machen, ne? 3, 6, 9, 12, 15... 16, 1700 Schuss. Das ist schon nicht schlecht. Naja. Gleich anwerfen. Ach, das ist auch nochmal wie hier. Oh. Ich kann gesehen. Aber beim Buddeln kannst du auch gut leveln. Ja, ja, klar. So. Benzin läuft durch. Schmeiß mal hier. Erstmal raus und sortieren. Du bist überlastet. Mhm. Oh, warte. Ach. Wie sieht's hier aus? Eisen ist durch. Eisen. Da. Ja, ich muss mal raussortieren hier. Warte mal, wie weit ist das denn hier? Das ist fertig. Oh Gott, ich muss mal den machen. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So, das raus. Oh, wir haben zweimal Chemie. Quatsch, Chemie, Säure. Säure heißt es ja. Zweimal. Bastelkiste. Da raus. Ziehen. Da muss ich meinen Kram mal rauspacken. Aua. So. Hände leer. Habe ich nicht, ne? Waffen. Da ist er. Wertenkrams. Die noch raus. Ja. Deswegen. So. Restammo. Blei raus. Dann Steine raus. Da ist noch was zu saufen, ein bisschen was zum, Kochen. Das ist meine Medizin. Ach, ich bin raus. Ich kann noch mal reparieren. Das muss raus. Das muss raus. Ja.
hast nicht genug Ausdauer. Jetzt sehen wir doch mal was Neues. Hallo Stefan. Hi, schön, dass du da bist. Hallöchen. Moin. Na, so. Alles Autosteile. So. Dankeschön für dein Follow, Stefan. Zack. So, die Folge ist wieder zu Ende. Leider. Da sagen wir nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.